Servus, ihr Leute. Also wir sollten uns langsam mal eine Grußformel überlegen, wie wir eigentlich diesen neuen Weltdiktator, den SARS-CoV, den zweiten, das hört sich ja sehr kommunistisch an, finde ich, wie wir den eigentlich grüßen wollen. Ja? Weil überall in jedem Supermarkt hört man das in der Durchsage, bitte halten Sie Abstand, halten Sie sich an die Maßnahmen, unsere Maßnahmen sind alle effektiv, ja. Und zum Beispiel bei mir war das jetzt so, bei meiner Frau, wir waren jetzt gemeinsam einkaufen und immer wenn diese Durchsage gekommen ist, ja, halten Sie Abstand, haben wir uns in den Arm genommen und haben uns gesagt, dass wir uns lieben. Und das ist einfach die richtige Grußformel für diesen, ja, Diktator zu begegnen, ja, im friedlichen, herzlichen Widerstand aufstehen ohne Aufsehen und die Anwendung von Gewalt durch Bewusstsein und Liebe und Herzöffnung. In diesem Sinne, liebt euch und zwar kräftig, egal ob von hinten oder von vorne, nehmt euch in den Arm und ja, Aloha. In diesem Sinne, ja, begrüßt den Diktator angemessen.